Ja, ihr Lieben, ich war natürlich wieder am Action. Ich konnte ein paar neue Dinge bekommen, die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Beginnen werde ich jetzt aber mit meiner großen Liebe, und zwar sind das diese Glitzerhaarsprays. Also die meisten von euch wissen schon, wie toll die sind. Ja. Ne, also einfach mega. Nicht fürs Haar, sondern fürs Papier. Wer meinen Test auf Papier dazu noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal auf meinen Kanal vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall den Test auf Papier. Und ja, dazu habe ich auch noch einen Nachtrag, den wahrscheinlich auch noch nicht jeder mitbekommen hat. Deswegen muss ich den jetzt hier auch nochmal aufgreifen. Ich hatte das ja getestet und dann auch den Abrieb getestet. Da war alles gut. Aber nach vollständiger Trocknung, das wird wie Puder. Und bleibt nicht mehr da, wo ihr es haben wollt. Deswegen, ihr müsst das fixieren. Und ich habe es ganz schlicht und einfach mit Haarspray fixiert. Hier von Wella Flex, Stufe 5. Klappt wunderbar. Also ich habe hier auch gerade noch ein Beispiel, ne? Hier, das ist jetzt mit Gold und dann einmal mit Haarspray fixiert. Und wenn ihr dann rüber geht, das bleibt alles da, wo es ist. Hält bombenmäßig. Jemand hatte mir auch geschrieben, er hätte das irgendwie mit Fixierspray gemacht. Das ging wohl gar nicht. Aber mit Haarspray kann ich es euch nur empfehlen. Geht super, hält Bombe. Also das müsst ihr auf jeden Fall machen, sonst geht euch das überall hin, nur nicht dahin, wo es hin muss. Ja, so ist das manchmal, ne? Wenn man was neu testet, dass man erst später irgendwie noch was findet, was einem auffällt. Und das möchte ich euch natürlich unbedingt mitgeben, dass ihr euch nachher nicht ärgert und sagt, das funktioniert ja nicht. Was hat die mir denn da erzählt, ne? Ja, so viel dazu. Und dann wurde sich auch gewünscht, dass ich dazu mal zeige, was ich mit den Hintergründen denn mache. Da bin ich auch gerade in Arbeit dabei. Und das kommt dann auch die Tage noch online und. Ja, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, ne? Ja, auf jeden Fall ganz, ganz große Kaufempfehlung. Wirklich tipptopp für 1,49 € das Fläschchen. Ich habe jetzt zweimal Gold mitgenommen, weil das ist, ja, mein Lieblingsspray. Das macht den besten Effekt. Silber habe ich diesmal ganz weggelassen, weil das nutze ich jetzt nicht so. Das ist dann, ja, mit einem Fläschchen völlig in Ordnung. Rosa und Blau auch wirklich ganz toll. Ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass bei dem Goldenen schon der Sprühkopf nicht mehr funktioniert. Also der geht dann gar nicht mehr. Der ist dann so verkeilt. Also man kann ihn dann nicht mehr bewegen. Aber ich habe genug Sprühflaschen da. Den habe ich schon ausgetauscht. Also alles super. Also das kann durchaus passieren. Aber was will man erwarten, ne? Für 1,49 € kann man jetzt auch nicht die Mega-Qualität erwarten. Auf jeden Fall diese Fläschchen, absolute Kaufempfehlung. In meinem Video, also in dem Update dann. Wenn ich euch wieder mein Gebasteltes damit zeige, gehe ich auch noch mal näher auf das Papier damit ein. Also, wenn euch das interessiert, also wenn euch noch mehr dazu interessiert, dann müsst ihr gucken, wenn ich mein Video dazu hochlade. Ja, so, das waren die. Dann gibt es wieder neue kleine Malbücher und ich liebe sie. Die kosten 49 Cent. Ich war eigentlich auf der Suche nach denen, die sie hier vorhatten, aber dann habe ich gesehen, sie haben neue. Ja, ich hätte eigentlich gerne nochmal die gehabt, die sie davor hatten. Ist jetzt aber auch nicht tragisch, weil hier sind auch wieder mega schöne Motive drin. Und wenn man hier hinten mal drauf guckt, also hier sind noch welche, die habe ich da gar nicht gesehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, hier habt ihr halt diese. Ja, schönen Bildchen drin, die man so gut kolorieren kann, wo man auch sehr gut mit üben kann. Deswegen habe ich sie mir hauptsächlich gekauft. Jetzt nehme ich sie aber tatsächlich her, um sie auch mit auf Karten zu verwenden. Koloriert dann, werdet ihr dann auch sehen in meinem Update. Ja, weil ich habe halt manchmal eine Kartenidee, habe aber nicht den passenden Stempel und dann ziehe ich mir hier ein Bild raus und koloriere das. Ja, die meisten sind sehr, sehr kindlich. Aber nicht alle. Ne? Und auch, ja, wenn es so ein bisschen kindlich ist, kann man das auch schön eigentlich umgestalten, dass es dann auch wieder, ja, anders wird. Ihr werdet das sehen und ich kann euch diese Bücher hier nur empfehlen. Gerade für die, die das Kolorieren noch am Üben sind. Und ja, für 49 Cent, ich mag sie echt gerne. Also wirklich. Ihr werdet Beispiele sehen. Falls euch da die Ideen irgendwie noch fehlen, ich werde es euch auf jeden Fall zeigen.
So, dann habe ich diese tollen Sticker bekommen. Das sind ja, Stoffsticker. Die sind total weich, plüschig und haben hinten dann einen Klebepunkt, also ein Formtape unter. Und die gibt es in so schönen Farben. Ich habe alle mitgenommen. Es gibt sechs verschiedene, meine ich. Und hier schaut man, ne? Also es ist immer eine Seite weiß und eine Seite farbig. Hier haben wir die Schmetterlinge weiß-rosa. Dann gibt es die Schmetterlinge auch noch in blau-weiß. Also, ne? Eine Seite ist immer weiß. Und also dann noch in blau. Dann gibt es Herzen. Rosa-weiß. Und blau-weiß. Und ich finde die so schön. Die sind wirklich so weich und ja, richtig toll. Dann gibt es Sterne, grau und weiß. Und Sterne, braun und weiß. Ich finde die richtig, richtig schön. Und ich muss jetzt mal gerade gucken, ob meine Kamera. Ja, wahrscheinlich fängt meine Kamera nicht so gut diese Farben ein. Aber guck mal, hier sieht man es ganz gut, ne? Das Braun, das Grau, das Blau. Und hier das Rosa. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie bekommen habe. Ich weiß noch nicht, wie ich sie verwenden werde, aber wahrscheinlich immer mal irgendwo wieder drauf tun, auch ruhig auf Karten, weil ich meine, so dick sind sie nicht und die geben nach und sind echt, ja, richtig plüschig, richtig schön. Ich freue mich sehr. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, die Packung kostet 76 Cent. Da hatte ich gestern eine ganz nette Begegnung im Action. Liebe Grüße an dich, falls du meinen Kanal gefunden hast. Die hat mir da, ja, die ganzen Päckchen rausgefischt. Ich war nämlich noch beim Stanzen gucken und sie war daneben dran und hat mir schon die neuen Sticker hier rausgefischt. Ja, war eine ganz nette Begegnung. Also vielen Dank nochmal für deine Mühe. Und ja, das sind die. So, dann habe ich die neuen 3D-Glitter-Drops bekommen. Und ja, ich freue mich sehr. Zumal ich ja sagen muss, ich finde die gut. Die sind wirklich toll. Also die kommen den Nuvo-Drop schon sehr nah. Also Nuvo würde ich trotzdem immer noch bevorzugen, aber die machen echt gute Arbeit. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, dass ich gemeckert habe darüber. Aber ich habe auch eher über diese kleinen gemeckert, weil die machen halt echt keine guten Drops. Also das ist, ja, da kann man sich sehr drüber ärgern. Aber die großen, die machen relativ gute Drops. Nuvo würde ich zwar immer noch bevorzugen, aber die hier können sich schon echt sehen lassen. Also wenn man die drauf macht, dann werden die immer so ein bisschen spitz. Ich schnips dann aber unten immer gegen, also meistens gegen die Karte dann. Und dann werden die schön gerade und werden richtig schön rund. Und dann gefallen die mir richtig, richtig gut. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich alle Farben bekommen habe. Und diesmal ist es ja so, dass eine Seite Glitzer hat und die eine Seite metallisch ist. Und ich freue mich so auf die metallischen, weil ja, von den Glitzern habe ich schon alle. Und deswegen freue ich mich jetzt so auf die andere Seite metallisch. Auf jeden Fall gibt es hier einmal Gold. Das Glitzer daneben dran ist fast Silber, also ganz leicht Gold. Also sowas habe ich tatsächlich dann auch noch nicht. Richtig, richtig schön. Dann gibt es Blau. Da ist auch dieses metallische, also wirklich ganz toll. Dann gibt es noch einen Blauton, der aber fast so Petrol ins Grüne geht, ganz besonders hier der metallische. Ein sehr, sehr schöner Ton. Gefällt mir richtig gut. Und dieses Blauglitzernde ist auch ein ganz toller Ton. Da ist so Blaugrün drin, richtig gut. Dann kommen zwei Rosa-Pink-Töne. Machen wir erstmal den rosanen und hier ist so ein weiß-metallischer drin. Oh, der ist auch so schön. Also ihr merkt, ich bin schon wieder so begeistert davon. Und dann hier nochmal eine etwas dunklere Variante, wobei dieser Ton auch wirklich ganz, ganz toll ist. Und ja, deswegen, ich freue mich, dass ich alle bekommen habe. 99 Cent kosten die beiden Fläschchen, falls ich das eben noch nicht gesagt habe. Hier haben wir auch wieder Silber und Weiß mit Silberglitzer, wobei mir hier wieder das Glitzer mit dem Weiß besser gefällt. Wartet mal, ich drehe es mal. Und ich hoffe, dass meine Kamera das alles gut einfängt. Also das ist wirklich hier richtig, richtig schick.
Ja, und ich freue mich sehr, dass ich auch da alle Farben bekommen habe. Mein Action ist zurzeit wirklich richtig, richtig gut, was das Liefern angeht. Also ich kann mich da nicht beklagen. Deswegen, ich freue mich wirklich sehr, weil da hatte ich Angst, dass ich wieder nicht alle Farben bekomme und man ja dann wieder so auf der Strecke bleibt und immer da hinterher weint und das nicht bekommt. Aber ich habe sie alle. Ich freue mich sehr. Ja, dann in der Kinderabteilung, das soll wohl neu sein. Das hat mir gestern die nette Dame da gesagt, die ich da getroffen habe. Und zwar ist das einfach, ja, Glitterpapier, ne? Etwas dicker und das ist eigentlich quasi das, was man sonst lose in den Plastikhüllen bekommt, jetzt einfach auf dem Block. Und ihr seht wahrscheinlich gerade nichts, weil einfach alles glitzert. Auf jeden Fall gefühlt jede Farbe vertreten und für 99 Cent muss ich natürlich Glitzer mitnehmen, weil Glitzer geht hier weg wie warme Semmel. Das kombiniere ich so, so gerne. 99 Cent, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich die Preise immer gesagt habe. Also wenn ich was vergessen habe, blende ich das dann nochmal ein. So, und dann gibt es neue Spitzenbänder. Oh, ich freue mich. Ich packe die jetzt auch mal alle aus, damit es nicht spiegelt. Und da haben wir einmal dieses hier in richtig schönen Brauntönen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Also da habe ich tatsächlich auch, glaube ich, alle erwischt, ne? Also wenn mir das gut gefällt und wenn ich weiß, ich benutze das, dann nehme ich auch alles mit. Ja, die hatten da auch noch andere neue Dinge, aber wie gesagt, ich kaufe ja immer nur das, was ich auch verwenden kann und ausprobieren möchte und was auch immer. Aber ich halte mich nicht daran, nur weil es neu ist. So, dann die hier. 5 mal 1 Meter. Ist manchmal ein bisschen knapp, je nachdem, was man machen möchte. Aber ich meine, immerhin besser als gar keine Spitze, ne? Dann kommt hier was mit Rosa. Die Packung kostet 94 Cent und ich finde das auch wirklich, ja, in Ordnung. Da kann man wirklich nicht meckern. Also ich finde, bei den Actionpreisen kann man eigentlich nie meckern. Die haben da schon echt super, super gute Preise, faire Preise. Ja, hier haben wir was mit Rosa. Auch richtig, richtig toll. Dann kommt wieder was in Braun. Das ist, wo ist es? Sehr ähnlich mit diesem hier, aber wenn ihr, ja klar, man sieht den Unterschied, ne? Also so die ersten beiden Reihen würden, glaube ich, oder sind sogar dieselben. Aber dann, ja gut, die hier auch nochmal, aber hier und hier ändert sich die Farbe. Und ja, wer gerne mit Spitze arbeitet, der kann sowieso immer ein bisschen mehr davon gebrauchen. So wie es dann in meinem Fall ist. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Es gibt irgendwie immer 6 Varianten von allen, ne? Also ich hoffe, dass ich alle erwischt habe. Also hier 6 mal Spitze, 6 mal Drops. Ja, irgendwie alles so 6 mal. Hier auch die Sticker 6 mal. Ja, richtig schön. Ich freue mich für 79 Cent. Nee, für 76 Cent. Nee, für 94 Cent. So, für 94 Cent. Ne? Ja, ich freue mich sehr, dass ich diese Dinge wieder bekommen habe. Und ja, das war dann auch schon mein kleiner, feiner Einkauf. Und ich sage dann jetzt erstmal wieder Tschüss. Wir lesen uns in den Kommentaren oder hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann!